herzlich willkommen beim Vortrag lokal installieren. Ich fange mal an damit, was ist XAMPP? XAMPP ist eine kostenlose Software, mit dem man... Warte mal, jetzt. Zu Hause ist es doch am schönsten. Willkommen beim Vortrag. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Heute wollen wir besprechen, wie wir eine lokale Installation machen können. Und eigentlich ist es ganz einfach. Und für lokale, also hallo von mir. Für lokale Installationen wollen wir in diesem Fall XAMPP nehmen als Beispiel. Wer kennt XAMPP nicht oder hat es noch nicht benutzt? Okay, Sascha, ist genau richtig, ja. Die erste Frage ist, was ist XAMPP? XAMPP ist eine kostenlose Software von den Apache Friends, mit dem man einen Webserver installieren kann, Datenbankverwaltungssystem und PHP. XAMPP steht für das X. XAMPP steht dafür, dass es eben plattformunabhängig ist. Das bedeutet, dass man es auf jedem x-beliebigen Betriebssystem installieren kann, Windows, Linux und Mac. Alternativen für Linux wären LAMP und für Mac wäre MEMP, das was so ähnlich dann geht. Das A im XAMPP, das steht für Apache, für den Webserver, das ist der meistverwendete Webserver im Internet. Das M steht für MariaDB, das ist dieses Datenbankverwaltungssystem. Früher stand es für MySQL, mittlerweile. Das erste P, das steht für PHP, was sehr gut ist, weil wir das ja natürlich für Joomla brauchen. Und das letzte ist für Perl, das ist eine Programmiersprache. Ja. Deswegen heißt es XAMPP. Jemand, der schon mal XAMPP genutzt hat, warum nutzt ihr denn XAMPP? Das rein. Warum nutzt ihr denn XAMPP? Das ist lokal arbeiten. Ja, warum? Das kannst du auch am Server machen. Geht schneller, ich brauche keine Internetverbindung, wenn ich irgendwo in einem Zug sitze. Ja. Die Daten anbieten. Und man kann direkt in den Dateien noch was ändern und sieht es. Über die Joomla, das Backend. Also ich weiß nicht, ob es das Mikro angab, aber die Vorteile waren, man braucht kein Internet, man kann direkt Dateien bearbeiten. Ja. Ich hau mir mal Installation, ich glaube, wenn das schief geht. Ja. Ja. Man hat auch der Kostenersparnis, eben weil man sich den Online-Webserver spart und natürlich bei XAMPP kostenlos ist. Und man spart sich auch Zeit, weil XAMPP viele Programme gleichzeitig installiert. Und man bräuchte wesentlich länger, wenn man das alles einzeln installieren und konfigurieren müsste. Also man kann natürlich theoretisch, das heißt es, lokal auch PHP sich runterladen, Apache sich runterladen, was man halt braucht, sich runterladen und manuell installieren, aber XAMPP ist halt eine Datei einmal gestartet und läuft. Genau. Falls jemand interessiert ist, den man nicht kennt, gibt es XAMPP. XAMPP gibt es bei den Apache Friends, das kann man einfach in die Suchleiste eingeben bei Google oder man gibt einfach XAMPP ein, das ist auch der erste Treffer. Und auf der Startseite sieht man dann eben gleich die Möglichkeiten, was man installieren kann, das ist alles gut sichtbar und geht auch einfach mit einem Klick der Download und mit einem Doppelklick das Installieren. Genau. Jetzt wollen wir mal XAMPP die Installation durchgehen. Will jemand live mitmachen? Glück gehabt. Wir gehen jetzt mal ein bisschen relativ schnell durch mit der Installation. Ja, die Installation startet man eben mit einem Doppelklick. Es kommen dann verschiedene Felder, die man eigentlich relativ problemlos durchklicken kann. Wie zum Beispiel, dass man sich die Komponenten auswählen kann. Der Einfachheit halber habe ich bis jetzt immer alles installiert. Man kann auch einzelne Komponenten weglassen, wie zum Beispiel Merkur Mail-Server oder das Tomcat. Aber selbst wenn man alles installiert, geht es relativ zügig. Und wichtig ist nur, dass man es eben, wenn man es installiert, nicht unter C-Programme installiert, sondern wirklich nur eben in C-XAMPP zum Beispiel. Also ich installiere es gern immer unter C, weil ich da einfach alles installiere. Der Benjamin möchte es immer lieber auch in anderen Laufwerksbuchstaben installieren, weil er einfach sein C-Laufwerk sauber halten möchte, weil da sein Betriebssystem Platz hat. Und das ist halt einfach, wie man es gerne hat. Wichtig nochmal zu den Komponenten. Also man kann viel abwählen, wie man sieht, Apache und PHP nicht. Das ist schon mal wichtig für Joomla. Und
Ihr solltet auch idealerweise nicht MySQL abwählen, also ihr, weil Joomla braucht auch eine Datenbank. Läuft recht schlecht ohne. Ja, also das Wichtigste ist Apache und PHP und MySQL. Und MySQL. Nochmal zu diesem C-Programm. Das ist tatsächlich nur ein Windows-Feature, dass es da eingeschränkte Benutzerrechte gibt in diesem Ordner. Und da, ich weiß nicht, ob es immer noch überall so ist, aber bis vor kurzem war es tatsächlich so, dass Xamarin teilweise Probleme hat, wenn es irgendwelche Dateien schreiben will oder interagieren will. Deswegen immer nicht in Programm-Files. Also Windows 10 hat ja ein 86er und ein 64er Ordner. Nicht da rein, sondern irgendwo getrennt. Wo ist dann relativ egal. Ich mache es gerne auf eigene Partition oder auch auf C. Geht beides. Und dann heißt es, wann? Wollen wir eine Gedenkminute für dieses? Ja, wann? Ja, beim Einrichten und Starten ist es so, nach der Installation, also selbst wenn die Warnmeldung beim Installieren kommt, die kann man einfach mit OK weiterklicken. Nachdem er fertig ist, startet XAMPP eigentlich selber. Ja. Das Fenster ploppt auf und man hat dann hier verschiedene Möglichkeiten. Normalerweise ist es so, dass man eben Joomla dann für Joomla nichts mehr speziell konfigurieren muss, aber wenn man die Nightly-Build zum Beispiel installiert. Aber der Benjamin hat eben auch gesagt, dass man bei der Konfiguration, also hier den Button, zwei neben dem Startknopf, wenn man den anklickt, kommt man dann eben auf das Apache und auf das PHP. Und unser Apache ist dann die Konfiguration des Servers selbst und PHP ist die Konfiguration von PHP, vom Grundmodul. Die Dateien liegen auch in dem XAMPP-Ordner selbst, kann man sich da auch rausfischen, aber das ist halt so der Kurzweg. Und was ich sehr gerne mache, XAMPP hat, ich nenne es mal den Nachteil, dass alle Dateien dann in der C-XAMPP-HT-Docs, die den Server läuft. Ich finde es immer ein bisschen uncool, ich habe den immer gerne unter einer eigenen Partition, unter H wie Homepages. Deswegen öffne ich diese Links-HT-Docs und gibt es einen Document-Root. Der Document-Root definiert, wo denn dieser Server liegt, wo meine Dateien, wo meine Homepage liegt, wo denn XAMPP nachschauen soll. Und ich passe den immer gerne an, weil ich das nicht mag, dass ein DVC XAMPP HT Docs liegt. Wichtig ist, es sind zwei Zeilen, es kommt immer so ein bisschen auf die Version an, auf welcher Zeile, aber ungefähr 250. Idealerweise mal Suchfunktion, Steuerung F, danach suchen. Dann kann man einen Pfad zum Server, wo die Homepages liegen sollen, anpassen, wenn man will. Manche sagen es auch okay, aber ich habe gern immer nicht so tiefen Pfad, dass ich nicht immer so tief rein muss. Das zweite war die PHP-INI, wie Angelique gesagt hat, die braucht man nicht verändern. Aber wir werden jetzt in diesem Beispiel Joomla 4, die Developer-Version, installieren. Dann kommen wir gleich zu, das hat ein bisschen mehr Aufwand. Und dieser Aufwand bedingt, so wie wir es durchführen, dass ein LDAP-Server-Extension über PHP aktiv ist. Die ist standardmäßig in XAMPP deaktiviert. Da ist noch schwerer in der PHP-INI, die ändert sich nochmals per Version, welche Zeile es ist, aber es ist einfach nach Such Extension LDAP heißt das. Und hier Strichpunkt in der PHP-INI ist immer ein Kommentar. Das heißt, diese Zeile wird nicht beachtet von PHP und da muss man dieses Strichpunkt entfernen, um es zu aktivieren. Also das LDAP, das ist ein Verzeichnisdienst, der ist bei XAMPP und den Entwicklern von XAMPP einfach auskommentiert worden, weil man den anscheinend für andere Sachen nicht benutzt. Und deswegen muss man einfach bei diesem PHP-INI draufklicken, dann öffnet sich das Feld und dann mit Steuerung F, Extensions ist gleich LDAP suchen. Dann kommt man zu dieser Zeile und einfach diesen Strichpunkt entfernen, speichern. Und das war's schon, dann ist es wieder aktiviert. Wichtig ist dann eben, dass man nach jeder Änderung unbedingt nicht nur speichert, sondern auch wieder neu startet. Und das kann man machen, indem man auf den Button starten bzw. stoppen macht. Das sieht man dann auch, wenn das Modul grün ist, ob es aktiv ist bzw. nicht aktiv ist. Ja. Und jetzt haben wir sozusagen unseren Server laufen, kann man dann im Browser Localhost eingeben, dann gibt es auch eine schöne Oberfläche. Wenn man den Pfad geändert hat, gibt es die Oberfläche nicht mehr, sondern kommt man direkt auf die Ordnerstruktur. Deswegen ändere ich auch gerne den Pfad, weil ich diese Oberfläche unnütz finde.
Welche Zeitung hat das? Aber kann man jetzt nicht drauf garantieren, dass es da ist. Also lieber danach suchen mit Steuerung F. Kommt ein bisschen drauf an. Aber irgendwo in dem Bereich zwischen Zeile 1 und 2000. Zeile 895 ist in unserem Beispiel. Und der Vater kann außerhalb von Assembly. Ja. Irgendwo oder C oder auch irgendwo hoch. Idealerweise auch nicht im C-Programm, weil das ist da auch wieder kontraproduktiv. Aber kann überall liegen. Irgendwo. Genau, aber auch wenn man es richtig einstellt, kann man auch zum Beispiel externe Festplatte nutzen. Mhm. Ja. Das habe ich auch teilweise gemacht. Könnt ihr den Namen nochmal sagen? Das links war Document Root. Ist das der Name der Datei? Oder? Nee, der Name, also der Name ist Config. Aber da kann man einfach auf diesen Config-Ordner klicken und dann auf diesen Eintrag, dann öffnet sie sich automatisch. Also einfach, wenn du hier draufklickst, kommt dieses Feld. Und da ist das der erste Eintrag. Der andere war das mit dem PHP, ist der vierte. Das sehe ich im PHP. Genau, ja. Mit dem LDAP. Ja, und da sieht man auch, da kann man dann hier, die PHP mal admin, wenn man es installiert hat, kann man auch hier konfigurieren drüber. Und das weiß nicht jeder. Wenn man hier draufklickt, standardmäßig wird ein Windows-Editor, der komische, hässliche, geöffnet. Diese Einstellung kann man tatsächlich hier oben rechts in der Config auch noch ändern, mit welchem Editor die Dateien bearbeitet werden. Da lohnt sich zum Beispiel Notepad++, ist ein beliebtes Programm. Da kann man das da oben auch einstellen, aber ich glaube, das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen. Auf jeden Fall Config drücken, dann kann man den Server bzw. PHP konfigurieren. Und diese zwei Sachen anpassen, ich habe es oben nochmal hingeschrieben, Document Root und Extension LDAP. Und dann Server starten. Das ist immer wichtig, wenn eine Änderung sich nicht auswirkt, Server neu starten. Ja. Joomla 4 installieren. Es gibt zwei Arten von Joomla 4 aktuell. Ich frage auch hier mal, wer hat denn schon Joomla 4 mal installiert, mal angeschaut? Kennst du schon ein paar? Wer es nicht hat, Joomla 4 hat fundamentale Änderungen. Die Entwicklung zumindest. Die Entwicklungsumgebung. Früher konnte man auf Joomla, also Joomla gibt es unter github.com, Joomla CMS, da wird es entwickelt. Da, wenn neuer Code reinkommt, wird es da reingemacht. Joomla 3 war so, da gab es einen Download-Button, hat man runtergeladen, dann hat man ein funktionsfähiges Joomla. Joomla 4 hat sich jetzt geändert, aber wichtig nur in der Entwicklungsversion. Da werden keine JavaScript-Dateien mehr, keine CSS-Dateien mehr und keine PHP-Bibliotheken mehr mitgeliefert. Das heißt, wenn ich mir eine Entwicklungsversion hole, muss ich mir diese Dateien selbst nachinstallieren, nenne ich es mal. Ist nicht ganz richtig, aber nach selber besorgen. Und da kommen wir jetzt gleich dazu, wie man das macht. Die Information ist später im Release, als wenn die stabile Version raus ist, in der stabilen Version werden die natürlich mit dabei sein. Aber wir wollen jetzt natürlich immer mit der neuesten Version. Es gibt auch, wenn ihr googelt, Joomla Nightly Build, also nächtliche Bauten, Nightly Build googelt, gibt es Downloads, wo das auch schon vorgefertigte Pakete sind, aber die sind immer von letzter Nacht, also die könnten schon wieder veraltet sein. Deswegen gehen wir den ganz schlimmen Weg und nehmen die aktuelle Live-Version. Und wenn ihr auf Joomla CMS geht, sieht es so aus. Und vielleicht magst du was. Also man geht einfach auf Git und gibt dann oben Joomla/Joomla CMS ein und kommt dann auf die Seite, wo man sich eben Joomla 4 runterladen kann. Dann kann man sich hier Branch auswählen und hier bei dem Chrome-Ordner Download dann die ZIP downloaden. Wichtig, das ist tatsächlich wichtig, diesen Branch auszuwählen. Da gibt es Joomla 3 drin, da gibt es Joomla 4 drin, da gibt es ein paar Entwicklerversionen drin. Ihr müsst Joomla 4.0-dev, um die Joomla 4 zu bekommen. Sonst bekommt ihr Joomla 3, wenn ihr auf Download klickt. Genau, und dann bekommt ihr einen ZIP und den entpackt ihr mal in euren Apache Server Root, je nachdem, ob ihr angepasst habt oder wenn nicht, xm/htdocs. Wichtig ist dann, dass ihr eben keine Bindestriche verwendet. Früher, beziehungsweise Frauen verwenden ja gern Bindestriche, also zum Beispiel Joomla minus 4, das darf man aber jetzt in dem neuen System nicht mehr. Da muss dann einfach Joomla 4 zum Beispiel der Ordner benannt werden, also wirklich ohne Bindestriche. Und dann hat man es entpackt und ruft man sich die Datei auf im Browser und dann kommt sowas hier. Und wie vorhin gesagt, es fehlen Joomla
Joomla macht natürlich keine Fehlermeldung, sondern stellt fest, aha, da hat jemand noch nicht Joomla 4 konfiguriert, bitte mach das erst. Das ist eine Development-Version. Und ja, das ist auch hier die Erklärung von your Git-Repository, das wird dann später nicht mehr so sein, wenn ihr dann die stabile Version nimmt. Es gibt 3 Komponenten, die man braucht. Ich gehe mal durch und erkläre dann, was sie machen. Zum einen ist Composer. Composer kann man sich so vorstellen. Früher war es so, man hat ein Projekt gehabt, wie zum Beispiel Joomla, und hat ganz viele, hat zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich so war, aber ich nehme mal, wir brauchen eine Klasse, die die User verwaltet, die eine Authentifizierung durchführt. Da kann man es entweder selber bauen oder es gibt tausende Klassen, die das schon machen im Internet. Und Joomla ist dazu übergegangen, zu sagen, hey, wenn es irgendwo was Gutes gibt, dann nutzen wir das doch einfach. Und dann war es so, okay, Entwickler hat sich das runtergeladen, hat es dann in dieses GitHub reingeworfen und wir haben es da liegen. Google zum Beispiel gibt in Joomla eine Google API, die ziemlich gut ist und ziemlich veraltet ist. Weil irgendjemand hat mal bei Google dieses Paket runtergeladen und in Joomla hochgeladen. Das soll mit Joomla 4 nicht mehr so sein, sondern das soll immer die aktuelle Version sein. Deswegen gibt es jetzt einen Composer. Composer ist ein Paketmanager und der macht Folgendes. Ich lege einfach eine Datei, die heißt composer.json, lege ich in einen Ordner rein und der definiere ich, was ich denn haben will. Dann sage ich dann zum Beispiel, ich will Google Maps API haben, also API. Ich kann sagen, wenn Joomla genutzt wird, dann will ich das Google Maps irgendwie nutzen. Das heißt, ich muss nicht mehr dieses Google Maps selber machen, sondern ich sage einfach nur, ich will es haben. Und mit diesem Composer wird dann diese Datei interpretiert und es wird dann vorm Start geladen. Und zwar immer die aktuellste Version. Ein Composer gibt es unter getcomposer.org. Ist auch ganz einfache Installation. Ich glaube, gibt es 3 Schritte oder so, wo man nicht wirklich was einstellen kann, muss, braucht. Genau, links unten hier. Und damit werden die PHP-Abhängigkeiten, die Joomla braucht, nicht installiert. Wie, kommen wir gleich dazu. Aber ihr braucht es erstmal als initialer Schritt. Das zweite, was wir brauchen, ist Node.js. Wie ich vorhin gesagt habe, nicht nur PHP-Klassen fehlen in dieser Entwicklungsumgebung, sondern es wird auch nicht mehr CSS in JavaScript direkt geschrieben, sondern es wird SAS, heißt es, das ist so eine Metasprache, nicht ganz eine Metasprache für CSS. Das heißt, mit SAS kann ich einfacher CSS programmieren, weil ich dadurch zum Beispiel Schleifen bauen kann, wo mir sehr viel Schreibarbeit spart. Und dieses Node.js, das hat ein Modul, das heißt NPM, das wandelt diese SAS-Datei wieder in CSS um. Und die Entwickler die wollen natürlich nicht jedes Mal das immer kompilieren, deswegen werden nur die SAS-Datei mitgeliefert und werden umgewandelt. Deswegen Node.js.org, auch ein Download auf der Startseite runterladen, installieren. Das dritte, was wir brauchen, ist Git selbst. Git ist, wie der Name GitHub verrät, auch auf GitHub läuft es, das ist die Software. Prinzipiell ist es zur Versionsverwaltung, das heißt, wenn ich was entwickle, kann ich das mit Git irgendwo hinladen, dann entwickle ich weiter, lade es wieder hin und bekomme dann so eine Versionierung. Und viele dieser Bibliotheken, die ich vorhin erwähnt habe, wurden mit Git irgendwo abgelegt und deswegen braucht man Git, um die wieder zu holen. Deswegen brauchen wir diese 3 Sachen, das gibt es unter git-scm.com. Git ist hat ein bisschen mehr Schritte und da gibt es auch tatsächlich einen wichtigen Schritt, den man beachten soll und das ist das Line-Ending. Wenn man auf Linux ist oder auf Mac, ich glaube auf Mac ist es tatsächlich auch, aber auf Linux hat man das Problem nicht. Aber auf Windows ist die Zeilenendung in Dateien unterschiedlich zu Linux. Deswegen ist wichtig, dass man hier Checkout Windows Style, Commit Unix Style wählt. Wie das Programm jetzt tatsächlich funktioniert, was sie im Hintergrund machen, braucht man, ist jetzt nicht wichtig, dass Joomla 4 läuft, aber man braucht die 3 Programme. Und nun geht es darum, diese Entwicklungsumgebung, ich spiele nochmal zurück, diese hier tatsächlich durchzuinitialisieren mit Joomla 4. Und das macht man mit Linux, heißt es Terminal, Windows, Command, CMD.
Einfach Start drücken, CMD eintippen. Da gibt es CMD-Exe, sieht es so aus. Mit dem Befehl CD springt ihr in euer Verzeichnis, wo Joomla liegt. Könnt ihr CD, gibt den Namen ein und dann springt das dahin. Und nun gibt es zwei Befehle. Wie ihr hier wieder seht, Composer haben wir und NPM, das ist Node, was wir vorhin hatten. Und genau die zwei müssen einfach ausgeführt werden. Man gibt ein Composer Install, lässt es durchlaufen und ein Pointer hier, NPM I und lässt es durchlaufen. Dann passiert alles automatisch. Aber das sind Schritte, die man einfach, manuelle Schritte, die man für die Entwicklungsumgebung machen muss. Falls ihr keine Lust drauf habt, wie gesagt, es gibt nightly builds, ihr braucht, könnt das komplett ignorieren, entpacken, Joomla läuft. Aber ich glaube, wenn ihr mal, was ich glaube sehr interessant ist für Joomla 4, testen wollt, auch Fehler testen wollt, dann braucht ihr diese Entwicklungsumgebung. Wieder mit Klammer auf, wahrscheinlich reicht auch die nightly build, aber wenn ihr Pech habt, ist es ein ganz frischer Bug, der noch nicht in der nightly build drin ist, weil die ist ein bisschen veraltet, immer am Tag veraltet. Also die Nightly Build ist das Gesamtpaket und hier sind die einzelnen Schritte aufgeführt, wie man das Gesamtpaket schnürt. Genau, das ist also im Prinzip ist die Nightly Build, die ganzen Schritte ausgeführt, habt ihr dann im Nightly Build, nur halt aktueller. So, und wenn es durchgeführt ist, im Prinzip diese zwei Schritte, also der ganze Aufwand war, um diese zwei Befehle abzufeuern zu können, haben wir ein Joomla 4 und das sieht der Installer so aus. Eigentlich ist der Installer genauso, wie wir es eigentlich schon kennen. Man gibt den Namen der Seite ein, also das Suchfeld dürfte eigentlich jedem, der mit Joomla arbeitet, schon bekannt sein. Wichtig ist jetzt in dieser Entwicklungsphase von Joomla 4, wenn man hier bei dem Auswahl der Sprache draufklickt, kann man, also hat man zwar dieses Auswahlfeld, aber es wird immer in Englisch angezeigt, die Seite. Aber wenn dann diese finale Version von Joomla kommt, braucht man keine Angst haben, dann gibt es wieder ein deutsches Sprachpaket. Man gibt dann eben den Seitennamen ein und drückt dann auf Setup Login Data, also einfach auf Weiter, kommt dann zum nächsten Feld, wo man seinen Username, also seinen Benutzername und sein Passwort und seine E-Mail-Adresse eingibt und klickt dann auch wieder auf Weiter unten. Und im nächsten Feld ist dann bei dem, was jetzt wir hier machen, ganz wichtig, dass man eben bei dem Username root eingibt. Das ist einfach was man wissen muss, das ist ein Standardwert für die lokale Installation. R-O-O-T. R-O-O-T. Und danach kann man auf Install Joomla klicken. Wichtiges Passwort noch. Passwort. Leer lassen. Ja, Xamp hat kein Passwort gesetzt, standardmäßig, deswegen einfach leer lassen. Kann man auch dann, wenn man bei dem Panel am Anfang bei MySQL auf Config klickt, könnte man sich theoretisch ein Passwort setzen, wenn man es denn haben will. Aber Xamp hat kein Passwort, deswegen root und kein Passwort, funktioniert auch. Ja, Xamp hat kein Passwort oder hat diese Sicherheits... Faktoren, sage ich mal, weil das einfach auf dem lokalen lokal installiert ist. Da braucht man eben nicht so viel Wert auf Sicherheit sondern möchte halt einfach unbequem arbeiten. Also der wichtige Punkt hier ist, falls ihr einen Server irgendwo stehen habt, es ist keine gute Idee zu sagen, hey, Xamp liefert mir PHP, Apache und MySQL, installiert doch mal Xamp auf dem Server. Keine gute Idee. Also für Hacker ist es eine gute Idee, aber für euch nicht. Die freuen sich. Danach geht man auf Install Joomla. Dann noch ganz kurz was machen. Wichtig, bei Datenbank, wie Anschläge auch gesagt, hier gilt besonders keine Bindestriche. Seit Joomla 4 irgendwann wurde mal beschlossen, Bindestriche sind keine validen Charaktere für einen Datenbanknamen. Deswegen Buchstaben, Zahlen, aber die Zahlen nicht als erstes Zeichen, sondern immer ein Buch. Also muss immer mit Buchstaben beginnen, Zahl, Unterstriche. Und ja, probiert mal aus, was geht. Es gibt irgendwo eine Doku, was da rein darf. Auf jeden Fall keine Bindestriche. Ich habe Bindestriche geliebt. Danach kommen wir zum nächsten Feld und kann dann da auswählen, ob man eben zum Frontend oder zum Backend möchte. Und genau, also wird es abgeschlossen. Wie ihr seht, es wurde sehr stark verkürzt. Wurde immer gesagt, naja, WordPress ist so schnell installierbar und Joomla, da braucht man wieder so lang.
wird auch gehört in drei sehr kurzen Schritten. Steht es Joomla. Und wenn was steht und man sich ins Backend einloggt, sieht es aktuell, Stand, ich glaube 4 Tagen, so aus. Es ändert sich täglich. Und wird auch stark am Template gearbeitet, da die Elisa ein hervorragendes Template gemacht, wo hoffentlich noch umgesetzt wird. Richtig. Wie viel Prozent von deinem Template sind da schon drin? 30%. Okay. Das heißt, wir brauchen Tester, Leute, die CSS können. Fragt mal die Elisa danach, die erklärt, zeigt euch das, weil ihr Template ist ziemlich cool. Ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall reinbekommen. Ja, ich wollte eben auch sagen, dass das Template ganz toll gestaltet ist und dass wir uns total freuen, dass die Elisa eben hier im Vortrag sitzt. Genau, und der Lukas Jardin ist der zweite, der mitgearbeitet hat am Template. Genau, und dann habt ihr einen Schüler und könnt damit arbeiten. Habt ihr noch Fragen? Ja. Ja, ich möchte mal gerne testen, ob ich so den E-Mail vernünftig habe, zum Beispiel auch Capture vernünftig läuft. Kann ich das auch benutzen? E-Mail, tatsächlich gibt es einen Leak-Sample, das heißt Mail-to-Disk-Programm. Kann ich nachher mal zeigen, man kann in der ich muss jetzt überlegen, wo es war, ich glaube in der Apache-Config war das, kann man als E-Mail-Server diese Datei, das ist eine Mail-to-Disk, heißt die .exe auf Windows, und wenn man dann eine E-Mail gesendet wird, wird die als Textdatei in einem gewissen Ort abgelegt. Das heißt, man hat die ganzen E-Mails als Textdatei. Das ist wirklich das ganz nett zum Testen, so Sachen. Und was war das zweite Feature? Capture. Ja, nee, wenn man das testen kann, das ist irgendwie die E-Mail versenden. Okay, Capture, ich weiß gar nicht, geht Capture lokal? Ja, so wegen E-Mails noch, ich sage dann auch als SMTP-Post vorhin, weil dann kannst du es ja einfach verschicken. Und ich glaube, die PHP-Funktion, wenn ich das in den ganz normalen Joomla eingebe. Ja, ich kann jetzt gar nicht, kann man später nochmal gucken, ob du was verändern musst, aber du kannst auch ganz normale E-Mails verschicken. Ja, ich glaube, du musst ein Sternchen eingeben. Das stimmt. Bei Google. Kommt auf an, welches. Ja, Google setzt sich nicht an. Ach, kein Google Capture. Was für ein Capture musst du das? Ja, ich will ja nochmal probieren. Ich versuche das von hier nach vorne. Das ist doch okay, dann vielleicht Victor schnappen und. Ja. Capture ist wichtig, Capture ist nicht barrierefrei. Capture sind im Regelfall nicht wirklich barrierefrei. Ja, was noch? Wir können nachher philosophieren drüber. Ja. Meine Frage, wenn ich eine Seite habe, die jetzt schon live ist, aber auf einem Server ist, und ich möchte das in umgekehrten Schritt machen, sagen, ich möchte das gerne auch mal Sam an der Seite. Gibt es da was? Müsste dann an der Config irgendwas anpassen? Ja, also genau das Einzige ist, also Dateien runterladen, Datenbank runterladen, PHP mit alles importiert und Config anpassen. Da gibt es zwei Pfade, der temporäre Pfad und der Log-Pfad, die müssen angepasst werden. Die müssen auch beschreibbar sein, deswegen wieder nicht C-Programm-Files. Und die Datenbank-Angaben müssen angepasst werden. Ja, ja. Das sollte es eigentlich. Es kommt ein bisschen darauf an, wenn E-Mail was konfiguriert ist, das wird dann wahrscheinlich so lokal nicht funktionieren, aber das muss dann auch angepasst werden. Aber eigentlich reicht es für den Joomla Core, man weiß, dass manche Extension machen echt viele Sachen, aber für den Joomla Core reicht es, die Konfigurations-PHP anzupassen, dann läuft Online-Server auch lokal. Man muss da wirklich aufpassen, aber dass die PHP-Versionen zum Beispiel können Probleme sein. Wenn online irgendwie noch mit 5 irgendwas läuft und das ist die neueste hat 7.2, da kann es Joomla kann es, wenn es die neueste Version ist, aber nicht alle Dritterweiterungen. Da muss man sich aufpassen. Nur noch eine kurze Frage zu dem Sound. Wird der File-Zilter mit installiert? Es gibt ja zwei File-Zilter. Es gibt ja den Client, also dieses Ding, was man startet, damit man es übertragen kann, und es gibt den Server. Der Server wird mit installiert, man hat einen FTP-Server, damit man mit dem FileZilla-Programm, was sich dann runterlädt, auf diesen Server verbinden kann. Aber extra noch runterladen? Den Client muss man noch extra runterladen. Aber der Server, dass es läuft, ist dabei. Die Daten, wie ich draufkomme, weiß ich jetzt aber nicht auswendig. Ich muss mal nachschauen. Du schaust so grübelnd. Nee, ich? Nee. Hast du da irgendwas dazu? Oder kennst du es vielleicht? Ich habe es noch nie genutzt, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie FileZilla lokal.
Ja, ja, vielleicht kann man irgendwann mal irgendwas testen. Ja, haben wir noch? Noch eine Zeit? Bei einem MEM-Rechner ist das, würdet ihr da auch XM oder direkt MEM empfehlen? Würde ich MEM nehmen. Ja. Also, ja. MEM hat ein paar Vorteile gegenüber XM mit schönerer PHP-Version-Auswahl und so. Deswegen bietet sich das da an, wenn man eh auf Mac ist, zu nehmen. Aber würde natürlich auch funktionieren XM. Wenn man es gewohnt ist, spricht es nichts dagegen, XM zu nehmen. Gibt es hier nicht diese Checkbook? Die ist, glaube ich, der Ready-Button, die letzten zwei PHP-Versionen. Das gibt es nicht. Ja, genau, das ist der Vorteil von MEM, aber das gibt es hier nicht. Also, dann nimmt man zwei und die Channel da und dann kann man den. Aber man kann dann, man kommt ja auf die Config, da steht zum Beispiel auch der Pfad zur PHP-Ordner drin. Man könnte sich jetzt die ganzen PHP-Versionen selber runterladen, in verschiedene Ordner machen und einfach immer dann die Config anpassen. Server neu starten, dann hat man die neuen Versionen, die verschiedenen. Aber es ist natürlich manuell Aufwand. Und ich glaube, Umfang für Windows gibt es, da kann man mit verschiedenen PHP-Versionen, mit verschiedenen Datenbankversionen, mit verschiedenen Apache-Versionen arbeiten, die dann während des Betriebs wechseln. Ja. Ist ein bisschen tricky zu suchen, aber. Ja. Genau, danke. Guter Einwand. War noch Fragen? Wenn ihr noch Fragen habt, außerhalb vom Joomla Day, dann könnt ihr das normalerweise immer bei den Joomla User Groups machen, die sind deutschlandweit verteilt. Und da gibt es eigentlich immer wieder Ansprechpartner, die man fragen kann, beziehungsweise die sind untereinander auch eigentlich gut vernetzt. Und einfach nicht joinen, sondern einfach hin zum nächsten Joomla User Group Stammtisch und nachfragen. Sind der erfahrungsgemäß immer alle sehr nett und hilfsbereit. Außerdem gibt es ab und zu mal diesen Pizza Bugs and Fun Event, wo man an einem Tag, das ist meistens zum Beispiel am Samstag, von in der Früh bis auf Nacht dann an Joomla arbeitet, entweder an Joomla 3 oder jetzt letztes Mal was an Joomla 4. Und da sind dann auch immer direkt im Raum professionelle Hilfe, die dann auch, wenn man wirklich gar nicht mehr weiterkommt, sich hinter einstellen und immer ein bisschen anschubsen und dann kommt man am besten auch selber drauf. Und auch wieder sehr nette Leute. Ist immer schade, wenn man nicht sich hintrauen, also sich hintraut. Das ist wirklich auch ein richtig tolles Event. Und last but not least gibt es dann den Clip-Chat-Room. Das ist auch, sage ich mal, relativ unbekannt, wenn man neu bei Joomla dabei ist, dass wirklich bei Clip diesen Chat-Room gibt, wo man auf joomla.de auch genau beschrieben bekommt, wie man da reinkommt. Da muss man an eine Person, also an Ansprechpartner, ist jetzt der David Schardin, glaube ich, eine E-Mail schreiben und der schubst einen dann in diesen Clip-Chat-Room rein und da kann man dann auch alle Fragen stellen. Nutzt die Gelegenheit jetzt, David Schardin ist jetzt live da, geht zu ihm hin und sagt, ihr wollt den Clip-Chat. Wer kennt Clip nicht? Kennt es jemand? Okay. Clip ist, ich nenne es mal, muss ich sagen? Hat sich jetzt umbenannt im Ring-Center. Ah, okay. Ja, die Firma heißt so. Ach so. Heißt das sehen wir dann. Wir haben im Forum Joomla.de mittlerweile einen eigenen Unterforum für Joomla 4, wer da schon Fragen hat. Ja, auf jeden Fall, Clip ist ein Chat-System, wo ich glaube, es mittlerweile knapp 300 Joomla-Begeisterte aus Deutschland drin sind. Es gibt auch internationale Räume, also gibt es auch die ganzen Leute, die jetzt so sind im Joomla-Umfeld, sind da drin meistens. Und lohnt sich definitiv da reinzugehen. Also, ja, und geht alle zu David sofort nach der Session und sagt, ihr wollt alle einen Clip, das soll ich einladen. Er freut sich. Der Vorteil von Clip ist eben, dass das dieser Chatroom ist. Da ist halt, wenn man eine Frage stellt, ist das nicht die Öffentlichkeit, wo dann jeder mitlesen kann. Die allerletzte Möglichkeit, wo mir nur einfällt, ist Facebook. Da gibt es auch eine aktive Facebook-Gruppe von Joomla. Da kann dann auch immer jeder mitlesen, was den Vorteil hat, wenn jemand das gleiche Problem hat, kann man über die Suchfunktion nach der Frage suchen und findet dann auch sehr schnell Hilfe. Und die allerletzte Möglichkeit ist, die Anschläge sitzt hier, fragt sie, kennt sich aus. Vielen Dank, dass... Ich noch eine Sache bei der ihr hattet eine Stelle, wo ihr gesagt habt, bei Windows würdet ihr da wegen dieser unterschiedlichen Art die Scavenger-Term-Daten zeigen, muss ich da in meiner Installation einen anderen Clip machen als den?
jetzt wahrscheinlich nicht das Windows-Style, sondern entweder Mac-Style angeboten. Also es kommt so ein bisschen drauf an, das ist eigentlich nur, tatsächlich nur ein Windows-Problem vom Gefühl her. Viele Programme von Windows, also ich weiß nicht, ob du dich auskennst, es gibt ja /n ist das Linux und rm ist Windows. Und viele Programme, zum Beispiel, ich weiß ja, Windows Editor, wurde mir gestern gesagt, da kannst du halt ein paar Wochen, können mit diesem /n nicht umgehen, sondern schreiben es in einer Zeile. Ihr kennt es vielleicht, ihr öffnet eine Datei aus dem Internet und die steht mit dem Editor geöffnet, alles in einer Zeile drin. Genau das ist das Problem. Und mit Git kann man halt sagen, hey, wenn du diese Datei wiederholst, dann mach es mal auf Windows rum, dass auch der dümmste Windows-Editor das irgendwie interpretieren kann. Deswegen braucht man das. Das wird wahrscheinlich im Mac, korrigiere mich da, aber ich glaube, Mac ist es nicht der Fall. Das gibt das Problem so wirklich nicht. Wenn es es gibt, dann müsste es die Option auch geben. Vielleicht nur eine Anmerkung. Ich habe den Dreamweaver verwendet und das hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich nie auf die Idee gekommen bin, in Dreamweaver Windows, die Windows-Einstellung einzustellen. Auf die Idee bin ich nie gekommen und dann lief es problemlos. Ja. Also ja, das war es umgekehrt. Ich musste beim Mac. Das ist eine kleine Sache, aber echt elementar. Okay. Ja, gut. Dann, wenn keine Fragen sind, Dankeschön. Ja, danke schön. Schön, dass du da warst. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen.